Hallo, hier ist wieder euer Jan mit einer neuen Ausgabe von Jans einfach. Und schaut mal, was ich euch heute mitgebracht habe. 5 Confluence-Funktionen, die ich als User schon gerne am Anfang gekannt hätte. Ganz genau so ist es. Los geht's! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die folgenden Funktionen zeige ich euch in einem Confluence 6.15, wie immer ohne Add-ons. Tatsächlich aber bei der letzten Funktion nutze ich ein Add-on, und zwar den sogenannten Source Editor for Confluence, welcher kostenlos ist. Ganz genau so ist es. Fangen wir an mit Funktion Nummer 1. Sicherlich nutzt ihr bereits die Confluence-Kommentarfunktion unterhalb der Seiten, aber die Inline-Kommentare sehe ich tatsächlich relativ selten in Benutzung. Dabei sind sie wunderbar. Die möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. Und zwar haben wir hier eine Confluence-Seite. Und zwar befinden wir uns im Lesemodus, nicht im Bearbeiten-Modus. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel einen Text einfach markieren. Und dann müsst ihr kurz warten. Und dann kommt ein Pop-up hier mit dieser Information Add Inline Comment. Das machen wir jetzt mal. Da klicke ich drauf. Und dann erscheint hier auf der rechten Seite ein Kommentarfenster. Und da kann ich jetzt einfach was reinschreiben. Dies ist ein Inline Kommentar. Der große Vorteil an diesen Inline Kommentaren ist, dass sie sofort oder zumindest sehr nah am Inhalt sind. Ne, die Kommentare unterhalb der Seite, wenn man zum Beispiel eine relativ lange Seite hat, dann muss man immer raussuchen, wo der Bezug jetzt ist. Und hier haben wir ihn sofort. Also dieser Kommentar bleibt jetzt immer hier auf dieser Höhe. Wenn wir jetzt weiter unten wären und nochmal einen Inline-Kommentar verfassen würden, wäre er auch direkt dort angepinnt. Das Schöne ist, auf diesen Inline-Kommentar kann jetzt wieder jemand antworten. Also jeder sieht diesen Inline-Kommentar. Und ich antworte mir jetzt einfach mal selbst. Und dazu muss man natürlich auch richtig schreiben können. So. Und so haben wir hier auch eine im Prinzip Kommentarhistorie. Sehr schön ist, dass man das Ganze einklappen kann, sodass das einen sozusagen nicht mehr nervt oder Raum einnimmt. Die Inline-Kommentare sind immer ersichtlich durch diese farbliche Hinterlegung. Das heißt, die ist jetzt auch interagierbar. Da kann ich draufklicken, dann erscheint dieser Inline-Kommentar wieder. Ich sehe immer, wer den verfasst hat. Und des Weiteren kann ich hier auch liken, wenn ich möchte. Ich sehe, wann der verfasst wurde. Und sehr schön finde ich, dass man einen Inline-Kommentar lösen kann. Denn da kommen wir so ein bisschen zu dem Sinn und Zweck. Die Inline-Kommentare dienen dazu, zum Beispiel jemanden aufmerksam zu machen auf, ich weiß nicht, einen Fehler oder auf einen Verbesserungsvorschlag oder warum auch immer man das benutzt. Und sobald das im Prinzip geklärt ist, das Thema, kann man hier auf Lösen gehen. Und dann steht das Ganze hier auf Erledigt. Dann seht ihr auch, dass hier diese farbliche Hinterlegung auch verschwunden ist. Tatsächlich kann man aber die Inline-Kommentare trotzdem, auch wenn sie gelöst sind, immer einsehen, indem wir hier oben auf das Punkt, Punkt, Punkt gehen und dann seht ihr hier erledigte Kommentare. Da gehe ich jetzt mal drauf und dann seht ihr hier auch nochmal eine Liste von diesen ganzen Inline-Kommentaren. Dann kann man das alles immer noch nachverfolgen. Nutzt diese Inline-Kommentare, ich finde sie wunderbar. Ja, ganz genau so ist es. Kommen wir nun zur Funktion Nummer 2. Ihr habt einen Confluence-Bereich mit relativ vielen Seiten und ihr möchtet diese Seiten möglichst einfach restrukturieren oder neu anordnen. Das kann man tatsächlich sehr einfach tun, und zwar per Drag and Drop. Und ich möchte euch mal zeigen, wo man diese Funktion findet. Geht einfach auf irgendeine Seite in dem Bereich und dann geht ihr hier oben auf Punkt, Punkt, Punkt und sucht in Seitenhierarchie anzeigen. Dann öffnet sich hier folgende Ansicht und die kann ich jetzt hier nochmal komplett auch aufklappen. Das ist der gesamte Seitenbaum, den wir auch eben hier auf der rechten Seite gesehen haben. Und das Schöne ist, dass man jetzt hier per Drag and Drop die Seiten verschieben kann. Zum Beispiel möchte ich jetzt, dass die ganzen Features hier nicht untereinander verschachtelt werden, sondern alle als Vaterseite die ganz einfach 5 Confluence-Feature-Seite haben. Dazu kann ich zum Beispiel per Drag and Drop das Ganze hier unten einfach mal hier draufziehen.
Das wiederhole ich jetzt ein paar Mal. Und schon habe ich die Seiten restrukturiert. Kann man nochmal aufklappen. So. Ich kann auch eine Vaterseite samt Kindseiten irgendwo anders hinschieben. Zum Beispiel ein bisschen höher, sodass jetzt Jans einfach 5 Conference Features und Jans einfach Inline-Kommentare hierarchisch gesehen auf gleicher Ebene sind. Genauso kann ich das jetzt einfach nochmal neu sortieren oder hier oben über diesen Button alphabetisch sortieren lassen. Diese Funktion ist, finde ich, ein kleines bisschen versteckt, aber sehr, sehr hilfreich. Was ihr hier nicht machen könnt, ist eine Confluence-Seite aus diesem Bereich hier per Drag and Drop in einen anderen Bereich zu verschieben. Das geht nicht. Also ihr könnt nur die Seiten innerhalb eines Bereichs neu strukturieren. Ganz genau so ist es. Kommen wir nun zur Funktion Nummer 3. Ich möchte auf die Seitenversionierung eingehen und dort eine kleine Falle thematisieren. Und zwar, wenn wir auf einer Seite in die Änderungshistorie gehen, dann sehen wir natürlich immer die verschiedenen Versionen, die es für diese Seite gibt. Und das ist jetzt weniger eine Funktion, die ich hier beschreibe, sondern wie gesagt eher eine kleine Falle. Wenn wir jetzt die Version 1 zum Beispiel löschen, ja, das können wir hier hinten machen, dann schaut mal, was passiert mit unserer Version 3 und unserer Version 2. Die Version 3 ist nun zu Version 2 geworden und die Version 2 zu Version 1. Das ist halt, wie gesagt, genau die Falle, von der ich spreche. Die Versionsnummer ändert sich tatsächlich. Und das ist eine Sache, die trügerisch ist. Ich warte schon länger, dass Atlassian das irgendwie mal ein bisschen umbaut, dass gelöschte Versionen sozusagen zwar nicht wiederherstellbar sind, aber immer noch irgendwie in dieser Liste ausgegraut oder so dargestellt werden und sich eben die Versionsnummern nicht ändern. Das ist halt nicht der Fall. Also das heißt, man kann sich auf Versionsnummern nicht verlassen. Grundsätzlich möchte ich aber auf jeden Fall sagen, dass man Versionen nicht löschen sollte. Ja, einfach nicht machen, gut ist. Ganz genau so ist es. Kommen wir nun zur Funktion 4. Für alle, die nicht nur Confluence nutzen, sondern auch Jira und diese beiden Instanzen auch miteinander verbunden haben, habe ich hier eine schöne Funktion herausgesucht, die ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar könnt ihr aus Tabellen direkt mehrere Vorgänge in Jira automatisch erstellen lassen. Wie funktioniert das Ganze? Also ihr erstellt einfach eine Tabelle, ganz normal. Und zum Beispiel habt ihr dann in dem Fall hier 2 Spalten. Ihr könnt die auch benennen, wie ihr möchtet. Ich habe in dem Fall hier Summary und Description gewählt. Ihr könnt es auch auf Deutsch oder was auch immer ihr dahinter liegt, ist egal. Könnt ihr da was einfügen. Und dann haben wir hier unten jeweils unsere Informationen. Und ich zeige euch erstmal, wie das Ganze funktioniert. Im View Mode könnt ihr dann diese gesamte Tabelle hier markieren und dann erscheint hier wieder mal, wie auch bei den Inline-Kommentaren, diese Funktion zusätzlich Create Jira Issue. Da gehen wir mal drauf. Dann ja, dauert es ganz kurz und jetzt seht ihr hier Vorgang erstellen. Und da wir jetzt aber mehrere, ich nenne es jetzt schon mal ja, Zeilen oder Vorgänge ausgewählt haben, könnt ihr sagen, multiple Themen aus der Tabelle erstellen. Und dann erkennt er, dass das eine Tabelle ist mit multiplen Inhalten. Und jetzt könnt ihr hier oben erstmal sagen, in welchem Jira-Projekt das angelegt werden soll und von welchem Vorgangstypen diese Vorgänge sein sollen. Bleiben wir jetzt mal bei der Story. Und dann könnt ihr hier oben ein kleines Mapping vornehmen. Die Zusammenfassung in Jira, das ist diese Spalte hier, und zwar die Summary. Das ist wirklich der Name, der wird hier gerade aus der Tabelle gezogen. Genauso auch die Beschreibung, ist die Description, das passt schon. Und jetzt zeigt er uns schon, 3 Vorgänge werden dann erstellt. Das machen wir jetzt mal, wir gehen auf Erstellen. Jetzt werden in Jira 3 Vorgänge erstellt und diese Vorgänge werden jetzt hier auch mit dem Jira-Makro, welches hier in Confluence dann vorhanden ist, dargestellt. Hier seht ihr das jetzt. Hier sehen wir die Issue-Keys direkt, hier nochmal das Issue-Icon sowie den aktuellen Status. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Das benutzt man vor allem zum Beispiel, wenn man jetzt
Vorgänge noch nicht direkt in Jira erstellen möchte, sondern erstmal in Confluence vorbereiten möchte. Man ist zum Beispiel in einem Meeting, dort wird das erstmal alles festgehalten, tabellarisch. Und ja, wenn man jetzt danach alles nochmal händisch in Jira übertragen müsste, das wäre relativ lästig. Und so könnt ihr das wunderbar und schnell übertragen. Ganz genau so ist es. Kommen wir nun zur Funktion Nummer 5. Die letzte Funktion, die ich euch zeigen möchte, ist tatsächlich ein bisschen tricky, aber ich habe lange rumprobiert und es war eine Sache, die mich schon länger genervt hat. Und zwar wollte ich gerne in einem Panel eine Tabelle zentrieren. Und das ist einfach nicht möglich in Confluence. Aber mit einem Trick geht es doch und den möchte ich euch jetzt gerne mal zeigen. Hier haben wir eine Seite. Ich gehe mal in den Bearbeiten-Modus. Und auf dieser Seite, ich möchte euch noch mal ganz kurz zeigen, wie man an sich Tabellen zentrieren kann. Denn das geht tatsächlich einfach. Ich kann eine Tabelle einfach hier markieren. Am besten noch als kleiner Tipp, markiert ihr davor oder dahinter noch irgendwie ein bisschen Text. Und dann geht ihr hier oben auf Zentrieren und dann zentriert sich die Tabelle immer wunderbar. Dann könnt ihr zum Beispiel hier oben dann wieder die Überschrift wieder linksbündig zentrieren. Das ist eigentlich immer relativ einfach. Problematisch wird das Ganze, wenn ihr das in einem Panel durchführen möchtet. Also das Panel hier ist ja einfach ein Makro, welches dann uns eine schöne anpassbare Box sozusagen liefert. Und wenn ich jetzt das Ganze hier versuche zu markieren, dann seht ihr auch schon, dass es hier im Browser irgendwie schon ganz komische Markierungen gibt. Und wenn ich dann hier auf Zentrieren gehe, dann sehen wir ja, er hat jetzt nur den Text innerhalb der Zelle zentriert. Also wir kommen da einfach nicht weiter, wir kommen da nicht ran. Und die Lösung, die ich euch zeige, sieht jetzt folgendermaßen aus. Wie am Anfang schon im Video gesagt, es muss das Add-on Source Editor for Confluence installiert werden. Dieses Add-on ist von Atlassian selbst, es ist kostenlos und sobald es installiert ist, nistet es sich hier oben auf der Seite ein und dann kann ich diese Seite hier im Source Editor anschauen. Ich kopiere mir mal ganz kurz das hier, denn das brauchen wir gleich. Das, diesen Code hier, den habe ich euch unten auch nochmal im Video verlinkt. So, jetzt gehen wir auf die Source View und dann seht ihr, wie die Seite sozusagen im Hintergrund tatsächlich aufgebaut ist. Und jetzt muss man an diese Stelle springen, wo dieses Panel in der Tabelle ist. Das muss ich mal ganz kurz suchen. Also entweder sucht ihr hier oben über Find und gebt zum Beispiel einfach mal Table ein. Ja, dann kann man hier schon nach den Tabellen suchen. Tatsächlich haben wir ja mehrere Tabellen jetzt, deswegen vielleicht wäre ein Keyword besser. Also ich habe da irgendwo auch Panel stehen. Da seht ihr es schon, hier kommt das Panel. Und innerhalb des Panels sehen wir, hier, da kommt die Tabelle. Und was wir jetzt machen müssen, ist genau diese Zeile austauschen mit dem Code-Schnipsel, den ich da eben schon kopiert habe. Deswegen mache ich einfach mal Steuerung V. Jetzt sehen wir, das Ganze wurde hier ersetzt. Dann gehen wir auf Apply und wunderbar, die Tabelle ist in einem Panel zentriert. Dann geht ihr auf Aktualisieren. So, und fertig ist die Laube. Ganz genau so ist es. Ich hoffe, dieses Video hat euch wie immer Spaß gemacht. Ich habe das Ganze auch für den Confluence Administrator erstellt und auch das gleiche Thema für Jira auch als User und als Admin. Alles gleiches Thema mit 5 Dinge, die ich gerne von Anfang an gekannt hätte. Ganz genau so ist es. Bis zum nächsten Mal. Ciao.